Peace. So. Weiter geht's. Mal gucken hier. Okay. Warte mal. Ich habe vergessen, die Kopfhörer zu starten. So, jetzt aber. Jetzt läuft alles. Okay, gut. So, pass auf. Weiter geht's. Und zwar machen wir heute jetzt hier weiter an unserem Hof. Und zwar machen wir hier weiter. Ja, auf der Straßenseite hier gegenüber vom Haus, ne, wo wir ja hier das mit der Mauer schon gemacht haben. Ne, da machen wir jetzt weiter. Und zwar steht ja hier noch eine Halle und wie gesagt, hier dieses, so, hier steht noch ein Silo, ne, dasselbe Silo wie da. Ne, aber da kommen wir noch zu. Ne. Wir machen erstmal heute jetzt nur die Halle. Ne, so, und dafür brauchen wir gar nicht viel. Ne. Wir brauchen nämlich eine Eichentreppe und Eichenbretter. Und da fangen wir erstmal jetzt mit an. So. Pass auf. Ne, genau, wir haben uns ja hier die Wand so gezogen. Ne? Auch schön hier mit den Bäumen haben wir ja alles schon gemacht. Ne? So, pass auf. Dann gehen wir genau hier hin, ne, wo die Garage ist. Ne? Gehen wir genau in die Ecke. Ne, hier bei der Garage. Ne? Gehen wir genau hier in die Ecke. Ne? Und dann zählen wir hier von hier, ne, haben wir zwei Stück. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir hier so zwei Stück hin. Ne? Dann haben wir hier 4. Und von hinten haben wir 2. Ne? So. Pass auf. Ne, und dann machen wir hier noch dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 und wieder einer nach vorne. Na, sieht das schon mal so aus. So, pass auf. Und dann gehen wir hier wieder. Ist ja jetzt egal, ob da oder hier. Ne? Ist ja dasselbe. Ne, dann zählen wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Die wir freilassen und machen dann wieder 2, ne, dass wir hier 5 haben. So, und das machen wir hier auch, ne? Dann haben wir hier wieder 5 bei und dann machen wir 2. Ne? So, und dann machen wir das 1, 2, 3, 4, 5 mal, ne, mit den Zweiern. Ne? Wir haben auch immer 5 dazwischen frei. Ne? Hier seht ihr, es sind immer 5 dazwischen frei. Ne? Wie gesagt, dann machen wir das hier 1, 2, 3, 4, 5 mal mit den Zweiern. So, und dann machen wir das noch einmal. Ja, dann lassen wir hier auch wieder 5 und machen 1. Ja, und so, hier auf der anderen Seite hier machen wir genau dasselbe. Ja, so. Und so, und so, und so, und so. Na? So, den einer lassen wir hier vorne, ne? Aber hinten die Wand, die wir hier jetzt gezogen haben, ne? Da machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne? Die machen wir auf 8 hoch. Ne? Geht auch nur bis hier. Na, so, wie gesagt, ne? So. Ne, vorne den Einer, wie gesagt, den lassen wir. Wir ziehen nur das hier auf 8. Nur das hintere. So. Und dann gehen wir hin. Und dann haben wir ja den Zweier. Ne, das heißt, das muss ich nochmal nachgucken. Aber wir nehmen immer den hinteren. Ne? Immer den hinteren. Ne, hier und hier und hier und hier. Und hier, ne, so hier auch immer den hinteren, ne, nehmen von dem Zweier, ne, so. Den Einer vorne, den lassen wir erstmal in Ruhe. Ne, so. Und dann gehen wir hin, hier hinten, ne, haben wir ja jetzt zwei Stück drauf gemacht. So, und das werden insgesamt 10. Ne, machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, das machen wir bei jedem, ne, wo wir hier zwei draufgesetzt haben. Ne, hier. Überall, wo wir hier die 2 draufgesetzt haben, ne, seht ihr ja. Das machen wir auf 10. Ne, die Wand machen wir auf 8. Und die, die dann hier jetzt noch überbleiben, die lassen wir erstmal so. Ne. Hier, wie gesagt, das machen wir dann hier auch auf 10. Ne, die Einer lassen wir in Ruhe. Ne, und so ziehen wir das nämlich jetzt erstmal hoch. Ne, und hinten die Wand machen wir erstmal so zu. Und dann ist das so jetzt erstmal ein kleiner Anfang für unsere Halle. Na, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt eben erstmal und dann geht es sofort weiter. So. So sieht das dann jetzt aus. Na, so. Und jetzt war ich ja gerade drüben. So, ne, pass auf. Hier vorne
Der einer. Ach, den ziehen wir auch noch auf 10. Ne? So. Ne, können wir gucken. Passt. So, ne, hier vorne den einer ziehen wir auch noch auf 10. Ne? So. Ne? So. So, ne? Wunderbar. So, und dann gehen wir hin, ne, hier, wo wir ja auf 10 Stück jetzt gezogen haben. Ne? Gehen wir hin, ne, lassen wir einen frei, ne, und machen noch einen hin. Ne? So, das machen wir jetzt auch überall. Ne? So, so, so. Hier vorne auch am einer. Genau, am einer machen wir das nämlich auch. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Ne? So, dann gehen wir hin, machen da 2 Stück. Ne? Dann machen wir eine Treppe so und eine Treppe so. Ne? Dann haben wir hier 2 Blöcke, Treppe und dann so Treppe. Und dann gehen wir hin und ziehen das hoch oder ein höher dann quasi, dass das so ist. Ne? So, pass auf, ich zeige euch das nochmal. Ne? Hier, wo wir den auf 10 gezogen haben, ne, lassen wir einen frei, dann machen wir 2 Stück. Dann machen wir eine Treppe so, dann eine Treppe so umgedreht da dran. So, nehmen wir uns den Block, ziehen das hoch und machen das einen höher. Ne? So sieht das dann aus. Ne? So, und so machen wir das überall. Ne? Hier, so machen wir das hier überall wieder, natürlich komplett. Ne? Hier, hier. Hier natürlich auch, da, hier auf der Seite machen wir das natürlich auch. Ne? 2 Stück und dann mit die Treppe. Ne? So. Bam. Ne? So sieht das dann aus. Ne? Und dann können wir gleich noch im selben Zug, ne, wenn wir das hier hochziehen, können wir hingehen. Und wir haben ja jetzt hier überall noch so einer gelassen. Ne? Das werden jetzt so Diagonalen. Ne? Das heißt, wir gehen einfach hin, ziehen das so hoch. So. Und so, ne? Und dann gehen wir hin und machen mit der Treppe, ne, einmal oben drauf und einmal so, na, so natürlich nicht, so einmal unten drunter. Ne, dann ist das noch so eine Diagonale da drin. Ne, und dann haben wir ja jetzt hier das so. Ne, ich würde sagen, dann ziehen wir das jetzt auch erstmal hoch. Ne, also ihr merkt schon, die Halle jetzt hier, die wird ein ganz schönes Gepümmel. Ne, so, jetzt ziehen wir das jetzt auch erstmal so wieder hoch. Ne, überall jetzt hier nochmal so ein zweiter Balken, ne, wie ich euch das hier gezeigt habe, und dann überall, ne, wir haben ja hier überall diese Einer, ne, hier überall haben wir ja diese Einer hier gelassen, ne, da bauen wir dann jetzt so einfach ganz normal so eine Diagonale hin, ne, genau, ne, würde ich sagen, machen wir das erstmal. So, ne, jetzt haben wir hier die ganzen Diagonalen drinne und hier alle hochgezogen, ne? Wie ihr seht, na, nicht hier, sondern hier. Jetzt schon das nächste vorbereitet, was wir jetzt machen. Ja. Und zwar gehen wir jetzt hin, ne? Wie ihr seht, wir haben jetzt hier einiges zu tun. So, pass auf, wir gehen hin. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Genau, ich zeige euch das jetzt an den beiden hier. Pass auf. Ne? So, wir gehen hin. Ja, und dann haben wir ja hier, ne, die Stufen. Und dann gehen wir hier eine niedriger, also genau auf die, machen da einen hin, gehen drüber und machen das so. Genau. Na, und dann machen wir hier drüber einmal eine Stufe und da drunter einmal eine Stufe. Na, dann sieht das so aus. So, das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Ich zeige euch das jetzt mal komplett. Na, da habt ihr nämlich gleich wieder gut was zu tun. So Stufe und so Stufe. Ja, so und dann gehen wir hin, machen hier genau auf der Stufe, ja, machen wir hier 1, 2, 3 Blöcke. Ja, und dann verbinden wir das hier oben so mit einer Stufe. Ne? Dann haben wir hier oben noch einen. Ne? Dann sieht das so aus. Ne? So, das machen wir auf der anderen Seite auch. Ne? Hier genau auf der Höhe hier von der Stufe. Da 1, 2, 3. So, und dann so mit einer Stufe verbinden. Ja. So. Und dann machen wir nämlich so, dass wir das verbinden tun. Ja, dann sieht das so aus. Ja, so weit, so klar. Ja, okay, gut. Na, so. Und dann jetzt der Außenbereich. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. So, und zwar gehen wir dahin. Da gehen wir, ne, wir haben ja das jetzt hier so gemacht, ne, dann gehen wir hier auf dem Außenbereich, gehen wir ein niedriger. Ne? Das heißt, wir gehen hier unter die Linie, machen hier 1, 2, 3 Stück hin. Ja, dann nehmen wir uns eine Stufe, machen die da rein, machen da eine hin und gehen erstmal nur ein über den Block. Ne, und dann machen wir hier unten noch 2 Treppen hin. So, ne?
So sieht das aus. Ne? Und so machen wir das jetzt überall hier jetzt, ne? An jeden Pfeiler. Ne? So wie ich euch das hier gezeigt habe. Und dann hier natürlich in der Mitte dann am Ende verbinden. Ne? Das machen wir jetzt noch. Und dann kann da schon fast das Dach drauf. Genau, danach dann. Ne? Kann dann das Dach drauf. Ich kann euch jetzt noch eine Aufgabe geben. Und zwar brauchen wir dafür... das muss ich mal kurz suchen, fliegen. Hier. Ne? Genau. Nehmen wir uns jetzt grobe Erde. Ja, weil wir das ja jetzt schon soweit fertig haben. Dann nehmen wir uns grobe Erde und machen hier drinnen den Boden mit grober Erde. So, pass auf, den zeige ich euch. Es geht einmal hier vorne. So, an dem Pfosten lang. Na? Geht nur so davor jetzt, ne? Wie ich euch das hier jetzt anzeichne, ne? Nur so. Ne? Auf der anderen Seite, natürlich, haben wir jetzt genau dasselbe. Da geht das auch nur so lang. Ne? So. Ne? Und so, ne? Bam. So, so kommt da jetzt nur der Boden rein. Ne? Und auch nur bis hier vorne. Ne? Nur in der Halle haben wir so einen erdigen Boden. Ne? So, ne? Das heißt, hier, wie ich euch das gezeigt habe, jetzt hier an jedem Pfeiler, ne? Jetzt hier einmal hier schön, ne? Verbinden, ne? Und den Boden da rein. So, ne? Und wenn wir das gemacht haben, dann, ja, dann kann da schon das Dach drauf und dann machen wir hier im Außenbereich schon von der Halle noch ein bisschen was, ne? Aber jetzt machen wir das jetzt hier erstmal so, wie ich euch das gezeigt habe. Oh. Ja, so sieht das dann aus, ne, wenn wir das fertig haben. Ne, seht ihr, ne, hier schön alles rein und verbunden und der Boden ist drin. So, ne, wie ihr jetzt seht, ich habe hier vorne, habe ich jetzt schon vorbereitet. Ne, pass auf, das zeige ich euch jetzt auch. Na gut, ich muss hier auf jeden Fall ein bisschen schnippeln, wegen die Bäume. Aber das wird schon. So, pass auf. Ich zeige euch das jetzt mal. Na, so, pass auf. Wir sind ja hier so stehen geblieben. Na, so, das heißt, wir haben ja hier zwei Stück gemacht. Ja, und hier ist ja der Block, ne? Dann haben wir ja hier zwei Stück. So, die zählen wir jetzt einfach mit, ne? So, pass auf. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ne, 7 Stück. Und dann machen wir noch einen 8. dran. Ne? Das ist dann halt die Reihe, die sich hier verbindet. Ne, und wenn wir das hier vorne machen, ne, könnt ihr schon sehen, es wird am Ende 3 übergucken. Ne? Seht ihr, wir haben hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, und dann noch ein 8er. Und der geht dann 3 Stück hier schon drüber hinaus. Ne, so machen wir das. Ne, das heißt, wir haben jetzt hier diesen 8er. Ne, dann können wir den jetzt schon schön jetzt nach hinten ziehen. Ne, und dann wissen wir auch, wie wir hier die Dinger jetzt hier verbinden müssen. So. Und hier. Und da. Ne? So, und hinten, da machen wir das auch. Pass auf, da müssen wir gucken. Ne? Da verbinden wir das so natürlich, wie die Mauer ist. Okay, das haben wir jetzt. Alles klar. Ne? Und dann, wenn wir das so haben, wie die Mauer ist, ne, dann gut, müssen wir jetzt hier ein bisschen schnippeln. Dann machen wir nämlich noch 1, 2... und 3. Na, dann schnippeln wir hier die Bäume einfach. Ne, dass das hinten auch 3 rüber guckt, ne, so wie das halt vorne auch ist. Ja, so. Ja, und wenn wir das haben, ne, dann könnt ihr sehen, dann machen wir hier noch einen Einer. Ne, machen wir hier noch einen Einer. Ne, so, und dann könnt ihr sehen, ne, ich kann auch das jetzt endlich doch so zeigen. Ne, wir haben jetzt hier, wie gesagt, die 7 Stück, ne, dann hier den 8. Ne, der geht dann 3 Stück nach vorne, dann haben wir noch einen Einer hier. Ne, haben wir hier 2 Einer. Und dann könnt ihr sehen, geht das die ganze Zeit nur mit Zweiern verbunden. Ne, bis auch es auf der anderen Seite dann genauso ist. Ne, ich kann euch das jetzt einfach mal jetzt hier auf einer Seite jetzt einfach mal zeigen. Ne, dann machen wir hier jetzt, na gut, ne, da müssen wir ein bisschen fummeln, ne, so. Und dann gehen wir einfach hier drauf, Zweier. So, und dann gehen wir einfach hier dran, Zweier. Dann gehen wir hier drauf, zack. Und dann gehen wir einfach hier dran, bam, dann zählt der Block nämlich schon mit. Ja, und dann gehen wir einfach so jetzt weiter. 2, 2 und 2. Na gut, hier, das wäre dann jetzt schon die Mitte hier. 2. Na, so, und auf der anderen Seite ist das genauso. Ne? Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich erklärt jetzt hier für alle. Ne? Das ist dann das Dach, was hier drauf kommt. Ja? So. Ja, ich würde sagen... Genau. Ich würde sagen, dann kloppen wir jetzt erstmal
das Dach hier drauf. So. Jetzt haben wir das Dach da drauf. Ne? So sieht es dann aus. Ne? So, ich habe hier auf der Seite geguckt, dass ich das ein bisschen mit den Bäumen so ein bisschen integriere. Ne? Ein bisschen mit den Bäumen, ne? Dass das so ein bisschen vermischt ist. Ich dachte eigentlich, das ist vielleicht eine ganz coole Idee. Na? So. Und dann sieht die jetzt so aus, unsere Halle. Boom. Na, so. Ah, jetzt sind wir auch schon fast so weit. Wir brauchen jetzt nur noch zwei Sachen. Und zwar Knochenmehl und den Eichenzaun. So, und wir fangen an mit dem Eichenzaun. Gehen hier auf unsere Straßenseite. Pass auf. Ja, und dann gehen wir hier hin, hier zu unserer Halle. Lassen einen frei und fangen genau hier an. Und gehen auch hinten an die Mauer. Ne, dass wir hier einen frei haben, aber an der Mauer hinten sind wir komplett dran. Ne, und dann ziehen wir den Zaun jetzt einfach hier lang. So, bis hier vorne. So, und dann machen wir den auf eine Höhe von 3. Ne, den Zaun, weil ich habe geguckt, da ist nämlich noch so ein Zaun. Ne, so, und dann dachte ich mir, wir machen den einfach so. Ne, bumm. Na, dann ist das jetzt unsere Halle. Damit hätten wir die jetzt so an sich. Hätten wir die jetzt fertig, aber wir gehen jetzt mit dem Knochenmehl hier einfach noch lang und machen das hier einfach so ein bisschen wucherig. Ich weiß nicht, kann man das so sagen? Ne, gehen wir hier jetzt einfach mit dem Knochenmehl, ne, gehen wir hier überall jetzt nochmal schön lang. So, erstmal nur bis hier vorne. Na gut, hier vorne können wir gucken auf Linie, dass wir das wegmachen. Ne, weil hier kommt ja noch ein Weg, ne? Und das Silo, wie gesagt. Ja, so, und hier diese Zwischenräume. So, bumm. Ja, dann kloppen wir auch schön das Knochenmehl rein. Zack, zack. Ne, zack, zack. Und bam. Dann sind wir da. Na, so. Ne, hier auf der Seite hier, wo wir jetzt den Zaun gemacht haben, dann machen wir das genauso. Ne, da gehen wir hier erst von innen so ein bisschen lang. Ne, so, zack. Und hier vorne auch nochmal so, zack. Ne, fertig. So, den weg. Schmutz. Ne, so. Zack, zack. Ne? So, dann haben wir das jetzt hier so ein bisschen gemacht. So, und hier auf der Seite, na gut, den hätten wir jetzt ruhig lassen können. So, hier auf der Seite hier vom Zaun, ne, da machen wir das jetzt auch. Da gehen wir hier einfach komplett lang. Nochmal mit dem Knochenmehl, dass wir hier so eine schön verwachsene Fläche haben. Ja, so, bam, bam. Ja, kann ruhig auch ein größerer mal mit drin sein. So ein schöner Farn. Ist ja kein Problem. Na, so. Zack. Ne, so gehen wir dann jetzt hier einfach nochmal lang. So, pass auf, das machen wir. Easy. Ne? So. Oh. Ne? Und so sieht das aus. So. Ne? Und so hätten wir jetzt die Halle komplett fertig. Ne? So sieht's aus. Boom. Ne? Dann haben wir das jetzt. Ne? So, in der nächsten Folge machen wir hier den Platz, das Silo und dann wahrscheinlich hier mit dem Knochenmehl noch ein bisschen. Ne? Ich glaube, ein Baum stand da, glaube ich, auch noch. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Na, aber so an sich, na, wie stellen wir uns denn? Machen wir so. Na, so an sich haben wir die Halle fertig. So sieht's aus. Na, wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir dann hier vorne den Rest. Na, und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und Peace.